Olli, du bist hier bei der Big Bang 20 Jahre Premiere. Wie ist es für dich, wieder mit den anderen zusammen zu sein? Kann man gar nicht so wirklich beschreiben. Wir konnten das ja alle nicht wissen. Wichtig sind einfach die Menschen, die heute da sind, weil die haben den Film zu dem gemacht, was er ist. Also wir können uns nur bei den Zuschauern, den Fans, Hardcore-Fans und bei allen Menschen bedanken, die den Film mögen und denen die letzten 20 Jahre so viel Aufmerksamkeit schenken und den supporten. Wenn du jetzt hier mit den Fans Fotos machst, was war das Verrückteste, was du unterschreiben durftest? Eine Arschbacke. Nein, stimmt gar nicht. Ich glaube, die sind alle ganz lieb. Die sehen alle nur so verrückt aus, wie bei mir eigentlich. Das ist schön. Wenn du rückblickend auf die Zeit bei Bang Boom Bang zurückschaust, was war für dich die Schlüsselszene? Ja, ich finde also das ganze Ende, weil also ab dem Zeitpunkt, da, wo man merkt, jetzt wird es für Keke echt eng und jetzt hat er richtig große Probleme. Und es geht ja dann im wahrsten Sinne des Wortes auch Schlag auf Schlag am Ende. Und das ist so, ja, es gibt so viele Schlüsselszenen, aber ja, wo dann der Schlucke im Kofferraum liegt und wir merken, er ist da drin und merken, jetzt haben wir noch viel größere Probleme. Super, vielen Dank. Dann noch viel Spaß auf der Premiere. Euch auch. Danke. Tschüss.